liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde. Die Urlaubspause ist zu Ende und immer noch stehen Kätzchen im Fokus unserer Serie Tiere suchen Menschen, denn sie sind die zahlreichsten Bewohner im Tierheim zurzeit. Vorgestellt werden in unserer heutigen Folge zwei Geschwisterkätzchen, die schon fast Teenager sind. Sie wurden zu dritt ohne Mutter im Gelände der Mülldeponie Wipperoda gefunden und zur Arche Noah gebracht. Da alle drei sehr zahm und menschenbezogen sind, könnte es durchaus sein, dass sie bei der Müllhalde entsorgt wurden. Wären es wilde Kätzchen und die Mutter vielleicht verstorben, würden sie den Menschen gegenüber große Scheu zeigen, meint Tierheimleiterin Katrin Mattes. Eines der Geschwister hatte schon Glück und genießt die Sicherheit in einem neuen Zuhause. Nun stellen wir die übrig gebliebenen Geschwister vor. Die weiß-schwarze Mieze ist ein Mädchen und die neugierige von den beiden. Die mehr schwarz-weiße Mieze ist ein Junge und hat sich beim Fotografieren mehr im Hintergrund aufgehalten. Doch beide lieben den Kontakt zu Menschen und genießen jede Streicheleinheit. Natürlich wäre es sehr schön, wenn die Geschwister zusammenbleiben könnten, doch das ist keine Bedingung, da die zwei in ihrem Teenageralter das Leben lernen und erforschen wollen, ist es ihnen in den begrenzten Räumen der Arche Noah viel zu eng. Deshalb werden die Geschwister, wenn es sein muss, auch getrennt abgegeben. Sie können sich auch als Zweitkatze gut eingewöhnen. Katzenfreunde, die noch nie einen Teenager hatten, sollten sich am Anfang auf eine aufregende, turbulente Zeit einstellen. Denn wirklich sicher ist vor den Entdeckern nichts. Aber es ist eine lustige, fröhliche Lebensbereicherung. Und auch die Lausbubenzeit hat ein Ende. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass die zwei nach ihrer Eingewöhnung Freigang in verkehrsberuhigter Zone bekommen. Wenn Kätzchen in der Freiheit geboren wurden, sind sie keine Stubentiger. Die beiden warten sehnsüchtig auf Menschenfreunde und die Freiheit.